Herzlich willkommen im Torhaus Romberg Park in Dortmund. Der Galerieraum im historischen Torhaus Romberg Park präsentiert sich als Ausstellungsraum, der nahezu oval ist und nur an einer Seite von einer geraden Mauer begrenzt wird. Begleiten Sie uns nun durch einen virtuellen Rundgang durch die aktuelle Ausstellung vom Innen und vom Außen mit Werken der Mendener Künstlerin Sonja Heller. Es werden Skenografien zum Thema Innen und Fotografien zum Thema Außen präsentiert. Ursprünglich hatte die Künstlerin als Vorbereitung auf die Ausstellung eine Fotoreise nach England geplant, die als Basis für das Thema Außen Fotomaterial liefern sollte. Die Corona-Pandemie machte einen Strich durch die Rechnung. Deshalb wurde auf Motive zurückgegriffen, die schon während einer Englandreise im Jahr 2019 aufgenommen wurden. So kam es aufgrund der Umstände zu einer quantitativen Verschiebung der Gewichtung der Themen Innen und Außen in dieser Ausstellung. Weniger Exponate, die das Außen thematisieren, dafür mehr Ausstellungsstücke, die das Thema Innen reflektieren. Für die Künstlerin hat sich in dieser Zeit erschreckend präzise herauskristallisiert, wie sich das fast nicht existente Außen, wie sie selbst es nennt, auf die Menschen auswirkt. Sie werden in ihrem realen Handlungsspielraum nahezu auf ihr eigenes Zuhause beschränkt und somit auf psychologischer Ebene auf die Auseinandersetzung mit ihrer eigenen inneren Welt verwiesen. Für diesen Raum der inneren Welt steht metaphorisch das Motiv des Kokons, dem sich Sonja Heller in ihrer Skenografie-Serie widmet. Der Kokon ist hier unter anderem auch als symbolische Körperhülle zu begreifen. Mit der besonderen Technik der Skenografie inszeniert die Künstlerin mit unterschiedlichsten Objekten und Materialien artifizielle Räume, meist rund, Einblicke in die Tiefe gewährend. Dort hin und wieder Durchblicke in den sie umgebenden Bildraum erlaubend oder in der Mitte geschlossen, aber immer optisch aktiv heraustretend aus der tiefschwarzen Dunkelheit des sie umgebenden Hintergrundes. Keine Kreisform bilden zwei besondere Skenografien. Einmal das Bild, in dem scheinbar ein labiles Kartenhaus seine Ebenen in die Tiefe staffelt, andererseits das Bild, in dem sich leuchtende Farben wie ein Feuerwerk dem Betrachter entgegensprengen. Auch in diesen Arbeiten handelt es sich um reale Gegenstände und Materialien, die durch mehrfache Schichtungen und Einbindungen in Trägermaterialien eine gewisse visuelle Tiefe suggerieren und symbolisch das menschliche Leben thematisieren. Zurück zu den Rundformen. Ein Kokon bietet Schutz vor dem Außen. In seinem Innern vollzieht sich ein Prozess der Wandlung, der Metamorphose. Diese Bedeutungsebene befasst sich mit dem Reifeprozess der inneren Psyche des Menschen und kann somit durchaus auch kontrovers empfunden und diskutiert werden. Die Inszenierung unterschiedlicher Oberflächen bewirkt die Hinterfragung geläufiger Wahrnehmungs- und Bedeutungsmuster. Daher lässt die Künstlerin die Frage nach dem verwendeten Material teilweise offen, um das Rätselhafte, das Fiktive, das Mystische ihrer Motive zu bewahren. Die in den Skenografien implizierten Themen, wie das Gefangensein von Körper und Seele, die Rückbesinnung auf das eigene Ich, die Verwandlung im Innersten und die Öffnung zum Außen, werden in immer neuen, ästhetisch reizvollen Objektkompositionen verhandelt. Die Suche nach der eigenen Identität beschränkt sich im Gesamtöuvre Sonja Hellers jedoch nicht auf die Erforschung innerer Befindlichkeiten, sondern tritt auch aus dem Schutz der Kokons heraus, wagt den Schritt in die Außenwelt und erweitert so den Radius des Geschehens, um die Interaktion mit den Menschen, mit der Gesellschaft zu ermöglichen. Ist der Blick Sonja Hellers einerseits auf das Innere, auf das Individuelle gerichtet, so konfrontiert sie den Betrachter andererseits mit dem Normierten, mit dem Leben in der gesellschaftlichen Gruppe.
Denn auch dies wird in Zeiten der Pandemie immer deutlicher, dass das Sehnen nach Gemeinschaft und das Ausleben gesellschaftlicher Normalität lebenswichtig für das Wohlergehen des Einzelnen sind. Dies spiegelt sich in den fotografischen Arbeiten Sonja Hellers, über die sie selbst sagt: Die Fotografie ist für mich quasi die Entspannung vom Komplexen. Mit ihr begebe ich mich auf die Suche nach der Ästhetik im Alltäglichen. Sonja Heller zeigt in ihren Fotografien aus der Serie This is the Sea unter dem Ausstellungstitel Vom Außen Szenen im und am Meer, am Strand und an der Balustrade des Piers im größten englischen Seebad Brighton. Die besondere Atmosphäre in ihren Aufnahmen resultiert aus der surreal anmutenden Überbelichtung, mit der die Fotografin den dargestellten Meeresufern und Personen eine gesteigerte Suggestivität verleiht, die den Betrachter augenblicklich das bildimmanente Narrativ erkennen lässt. Licht und Farbe lassen den Betrachter sommerliches Flair erspüren und gedanklich eintauchen in eigene Imaginationen erlebter oder erhoffter Urlaubsträume.